Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saxonia. Ja, wir sind bereits in Folge 36, nein 37 sind wir schon. Ich rede schon wieder Blödsinn hier. Wir waren mit unserem wunderbaren Spritze unterwegs. Wir wollten hier irgendwie auf dem Gelände fahren, um zu gucken, wo wir hier... wo wir hier und ob wir hier irgendwo Flüssigdinger kaufen können, Pestizide kaufen können. Im Dünger- und Saatguthandel, der dürfte hier sein irgendwo. Das ist, glaube ich, ein Verkaufspunkt. Hier ist eine Mauer rum. Hier ist ein Tor. Saatgut. Dünger, Kalk. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also hier kaufen wir Saatgut, Dünger und Kalk. Das ist alles sehr, sehr, sehr schön. Aber nicht das, was ich gebrauchen würde. Ne? Ich brauche Pestizide. Das hier ist, glaube ich, nur ein Verkaufspunkt. Sonst würde man hier aber auch wahrscheinlich einen Tank sehen, wo man es kaufen könnte. Hier ist eine Tankstelle, klar. Wir können auch noch mal auf die Karte selber gucken. Weil das ist jetzt natürlich dann ziemlich fatal. Weil dann müssten wir jetzt echt uns einen Striegel leihen. Und der würde ein Momentchen brauchen, bis wir den Spaß fertig haben. Muss man so auszudrücken, wie es ist. BGA, Bäcker, Zucker, Piet, Hafen, Außenlager, Scheune, Hotel... Dünger und Saatguthandel, es steht hier auch nicht dran, eine Pestizide, ne? Das steht hier zu. Spinnerei, Raffinerie. Das hier ist eine Produktion, die noch nicht an ist. Könnte man aber auf dem Rückweg gucken, was es ist. Hier sind die Produktionen dafür. Aber schon komisch, dass es keine Verkaufsstation dafür gibt. Das ist natürlich dann jetzt ziemlich ärgerlich. Das ist die Außenlagergeschichte, Molkerei, Fruchthandel. Ne, ich sehe es nicht. Das Einzige, was momentan jetzt so richtig offen ist, ist das gute Stück da oben. Das ist das Hotel. Ne, das ist Futteranlage. Oh, wenn man draufklickt, sieht man es auch. Ja, Melzerei und Brauerei. Da brauchen wir also auch nicht hinfahren. Ballenverkauf. Logistikcenter, Kaufland, Imbiss. Also alles, was man jetzt nicht weiß, kann man einfach draufklicken, dann sehen wir, was es ist, ja zum Glück. Ne? Blaumondproduktion, okay. Und das hier ist Saatgutproduktion, Düngerproduktion, Kalkherstellung. Also ich glaube, wir haben echt Pech. Wir haben echt Pech. Und das ist echt Pech. Weil ihn kann ich jetzt hier eine Runde zur Seite fahren. Das ist alles schön und gut. Das müssen wir theoretisch in den Shop geben, weil es ist ja die erste Phase. Das heißt, wir können es ja tatsächlich machen. Wir müssen dann echt sehen, wie wir Pestizide produziert kriegen. Und zwar in Windeseile. Also sogar noch eher wie Dünger. Was einfach daran liegt, dass wir Dünger mit einem Helfer so kriegen. Aber er will so flüssig düngen und nicht Pestizide. Ich kann ja auch nichts umstellen, oder? Ich gehe mal auf Hilfe. Feldspritze anschalten. Hupen, Licht, Kamera. Aufklappen. Ich mache mal den Motor an und klappe ihn nochmal aus, ob man dann was einstellen kann. Dafür drehe ich mich mal ein bisschen, dass ich Platz habe.
So, Helfer zuklappen. Tempomat, ne? Das war so nix. Also müssen wir wahrscheinlich echt jetzt erst einmal eine Runde striegeln, hart wie es ist. Hart wie es ist, da haben wir den Striegel. Meter. Der Witz ist, dabei habe ich einen Striegel am Anfang verkauft, um auf die Spritze zu kommen. Ne? Also, wir mieten das gute Stück jetzt. Wir lassen ihn da erst stehen. Ich weiß nicht, ob er gewichtig genug ist, sag ich mal so. Deswegen würde ich jetzt gerne. Auf den John Deere gehen, da haben wir es auch schon. Den koppeln wir das ab. So. Der hat auch richtig Licht, der ist da. Ist auch nicht weiter wie die anderen, aber rundherum sieht man hier so eindeutig mehr wie bei den anderen. Mann, Mann, Mann. So, ja, ne? Sorry, das ist, ne? Also ich habe echt gedacht, dass man es da auch kaufen könnte. Oder dass der Helfer merkt, dass er nicht zu düngen ist, aber dass der Unkraut ist, dass der Helfer das dann automatisch macht. Aber dem sieht, das sieht leider nicht danach aus. Striegeln wird es natürlich noch erheblich länger beschäftigen. Okay, wir können natürlich in Ruhe unseren Gras- und Wasserpart und sowas weiter auffüllen. Das ist klar. Das ist nicht das Ding, ne? Cool ist auch, falls das sonst keiner gesehen hat, dass da oben die Männchen mitleuchten, ne? So, da haben wir es dran. Ja, unsere Leihkombo, da haben wir. Was sollen wir anders machen? Bei dem Traktor kann man nämlich auch schön drumherum gucken, ob man alles sieht oder nicht. Boah, der ist auch zügig und nicht so unbedingt gut zu bremsen, muss man zugestehen. Okay, 15 Meter ist natürlich jetzt auch nicht die kleinste Arbeitsbreite, aber die Spritze hätte natürlich mehr hingekriegt und wäre wahrscheinlich auch schneller gewesen. Ne? So, Helfer an. Können wir nochmal gucken, ob auch alles funktioniert. Aber das sollte jetzt das Zeug verschwinden lassen und das tut es auch. Ja, der ist jetzt erstmal ein bisschen beschäftigt, ne? So muss man es sehen. Um das Ganze nicht zu sehr ausarten zu lassen, werde ich natürlich jetzt einfach hingehen und von den guten Striegeln noch einen leihen. So, wir mieten noch einen davon. So, dann. Und, nein, ich will nicht das Gewicht wegpacken. Das Gewicht ist gerade das, was ich brauche mit dem Traktor, deswegen will ich ihn ja nehmen. So, ein bisschen Licht hat er auch. Das ist auch schon mal okay. Nein, wir wollen nicht gegen die LKWs fahren. Nein, wir wollen auch nicht komplett in die falsche Richtung fahren. Ich habe nämlich wieder mal nicht geguckt, in welche Halle ich war. So, hier wollen wir durch. Hier wollen wir lang. Ja, es ist klar, dass ich jetzt den zweiten Striegel holen muss. Um mindestens zwei Striegel fahren zu lassen jetzt. Ne? Den dritten Traktor, den kann ich natürlich jetzt nicht gleich mit einem Beschlag nehmen. Das liegt einfach daran, dass der noch mithelfen muss, wenn wir Futtergeschichten nachmachen und vor allen Dingen auch, wenn wir noch weiter Gras mähen. Ne?
werde jetzt ihn hier erstmal nehmen. Er hat schon das Gewicht vorne vor, deswegen sollte das eigentlich kein Ding sein. So. Ich werde mit ihm immer mit dem hintersten Feld starten. Na, ihr seht selber, der Traktor hier ist nicht der supergrößte, er ist natürlich auch ein ganz kleiner. Oh cool, da die Straßenbahn mit Licht, das sieht auch cool aus. Ne? Hey, hier fährt eine Straßenbahn. Cool. Aber das Gewicht ist, glaube ich, schon nicht ganz unpraktisch. So. Wow, fahre ich hier heute wieder zickzack. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier sehen, dass wir mit zwei Striegeln den Spaß relativ zackig hinkriegen. Ne? Und dann können wir gleich hinterher eine Runde Streudüngen. Vorteil ist, der Striegel kostet uns jetzt zwar eine Miete, aber wir haben jetzt natürlich keine laufenden Kosten, was jetzt das Mittelchen angeht. Ne? Das haben wir jetzt natürlich nicht. Das ist auch gar nicht mal so schlimm. Wow, wir sind ja schön zicki-zacki hier am Fahren. Ah, da ist das Feld. So, jetzt hier an die äußerste Ecke auf der Seite. Hier irgendwo geht das Feld zu Ende, da sind wir ja schon. So. Falls den Spaß hier mal auseinander. So, und hätten Striegel Nummer 2 ans Laufen. Weil mit nur einem wäre es, glaube ich, tödlich gewesen. So, wir können jetzt zwischendurch natürlich mal gucken. Ihr seht selber, das Unkraut ist hier doch immer am Wandern nach Normalzeit. Ich habe es dann nur so weit das Ganze vorgespult, dass wir unser Part sehen. Und wir sehen natürlich auch hier, da ist der Kollege schon munter dabei. Und wir haben ein Stück von der 2 schon erledigt. Wenn ich jetzt hier einmal rein und raus gehe, sehen wir, da ist auch der blaue Streifen dabei. Ja? Das Feld hier ist zum Glück schon gedüngt. Da brauchen wir dann nicht nochmal rüber. Ne? Also durch die Geschichte hier mache ich das Feld hier komplett fertig. So. Da sind wir jetzt bei den nächsten Kollegen. Weil die können im Prinzip jetzt hier weitermachen. Oder mit denen können wir jetzt weitermachen. Dann können wir nämlich Gras mähen, Wasser fahren und solche anderen schönen Sachen, die wir jetzt noch erledigen können. So, wir machen das an und runter. So. Machen hier Follow Me an. Steigen hier ein. Nein, nicht den Motor ausmachen, nur den Media anmachen. Genau, so geht das. So, dann werde ich nämlich einen großzügigen Kreis fahren am Ende. So. Den der Kollege auch gut nehmen kann. Und dann werden wir hier noch einmal die letzte Grasspur fahren. So, wenn ich die Beine fertig habe, lasse ich ihn erstmal ein bisschen aufholen. Jetzt hier natürlich auch ein bisschen hier drunter mähen können. Aber will ich gar nicht. Er wird es trotzdem aufnehmen, was ich hier mache.
auch wenn es nicht viel ist. Ich kann ein bisschen weiter hier rüber fahren, damit es ein bisschen mehr ist, fällt mir gerade so auf. So, weil hier möchte ich gerne hin. So, jetzt warte ich erstmal ein bisschen, bis er mich wieder eingeholt hat. In der Zeit, wo wir auf ihn warten, haben wir immer den großen Vorteil, dass wir gucken können, ne? Wie weit sind die Jungs, was machen die? Weil wir müssen natürlich möglichst schnell sehen, dass er hier dann auf Feld 1 rüberkommt, ne? Klar. So. Der holt uns hier so langsam ein. Ich werde hier noch ein Stückchen vorfahren. Ja, weil in der Zeit, wo er uns hier so langsam einholt, ist die Folge auch leider schon wieder zu Ende. Ja, wir werden mehr von der Nacht sehen, wie gedacht, weil ich, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Ich werde hier ein paar Folgen am Stück aufnehmen, deswegen werde ich so schnell wahrscheinlich nicht drauf eingehen können. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr noch wisst, ob man hier irgendwo noch Pestizide kaufen kann, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, über die Info. Ne? Aber ja, sonst ist leider die Folge zu Ende. So schnell geht es tatsächlich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich sehr über einen Teil freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ja, bis zum nächsten Mal.